Nee, links, links lang bin ich noch nie gefahren. Ich bin immer rechts lang gefahren bei den Rennen. Hallo, Junge. Hallo. Also hier sind ganz schön viele Subarus inzwischen, ne? Oh, Crew Battle oder Crew Fight. Aber ich denke mal, dass ich besseren Topspeed habe als die. Aber das sieht gerade echt knapp aus. Boah. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Import Tuner Challenge. In der heutigen Folge, wie auch in der letzten Folge, versuchen wir jetzt Rivalen ausfindig zu machen, die wir noch schlagen müssen, um einfach ein bisschen mehr Fortschritt zu machen. So, der nächste Wanderer ist bei Kiyobashi PA. Warte mal, Kiyobashi und den haben wir ja schon geschlagen. Kiyobashi, Shibuya. Ja, Kiyobashi erstmal. Gucken wir mal da. In der Nacht. Kiyobashi PA, okay. So, das ist der gute Kollege. Jawohl, den können wir auf jeden Fall jetzt herausfordern. Das ist sehr gut. Den haben wir, glaube ich, schon mal herausgefordert. Kann das sein? Aber den haben wir nicht geschafft. Ich glaube, der war zu stark für uns. Ich meine, da war mal was. Ich kann mich auf jeden Fall an eine rote Super erinnern, gegen die wir mal gefahren sind. Das ist auf jeden Fall strong, der Kollege. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Fängt ja schon gut an hier. So, erstmal ganz anders weggehauen jetzt hier. Damit wir wenigstens vorne sind. Boah, Fahrzeug irgendwie geht jetzt gar nicht, ne? Der nimmt einfach kaum Lenkbefehle an. Bisschen ätzend ist, aber auch nur manchmal. Also ich glaube, bei zu hohen Geschwindigkeiten in eine Kurve reinzufahren ist auf jeden Fall nicht so sinnig. Ja, das Bein Setup ist halt wirklich wichtig, aber das kann ich einfach nicht. Da bin ich zu schlecht drin. Ich habe immer Angst, dass ich mir da zu viel verbaue oder zu viel Falsches einstelle, dass das Karre dann einfach wirklich nur fährt wie ein Sack Nüsse. Deswegen lasse ich meistens die Standardeinstellung. Aber das Ding haben wir in der Tasche, das ist sehr gut. Okay. Return to PA. Yes, of course. Okay, okay. Not bad, sagt er. Aber lass mal kurz schauen, ob wir hier jemand Neues treffen. Oh, yes. Sehr gut. Kamikaze. Ein Wanderer. Sehr schön. Boah, jetzt muss ich ganz weit nach vorne, um selber zu entscheiden, wo es lang geht. Aber er fährt ja auch auf jeden Fall hier lang, das ist schon mal gut. Habe ich auf jeden Fall NOS sinnvoll am Anfang genutzt, um davon zu ziehen. Ansonsten hätten wir uns jetzt hier abgequält mit dem. Ey, was geht ab? Als ob der Bildschirm gleich ausgeht. Oh, 1,5 Millionen. Sehr schön. Ja, direkt zurück zur Garage. Da mache ich nicht lange rum. Garage Haruo und Kamikaze. Warte mal. War das jetzt ein neues Auto? Also ich überspringe das irgendwie immer. Okay, das waren auf jeden Fall zwei Sticker, die wir dazu bekommen haben. Ja, wie gesagt, viel können wir jetzt bald nicht mehr dran machen. Sind eigentlich schon ziemlich voll, was Sticker angeht.
Hier passt noch einer hin. Genau, Kamikaze Koji. Und dieser Harue müsste auch noch dabei sein. Ah, das sieht doch gut aus. Alright. Und bei Hexstoffstangen können wir dann noch ein bisschen was machen. Und dann sind wir voll. Eieiei. So, wo ist hier? Garage Haruo. Position. So. Der kommt auch noch ganz außen. Ungefähr so hier auf die Kante. So wie der Hund da drüben auch ist. Ja, gut. Ja, es ist ein bisschen abgeschnitten. Ja, komm. Das will ich aber trotzdem ein bisschen schöner haben. Ja, so ist, glaube ich, besser. Es ist nicht ganz so abgeschnitten da an der Seite. Ja, das sieht gut aus. Eigentlich sieht das gar nicht cool aus. Der Sticker passt irgendwie nicht so zu der Stoßstange. Aber ist ja egal. Okay, so, wir haben 1,5 Millionen. Ja, wir können uns die Bremse noch leisten und den Rest nicht, aber Bremsen will ich jetzt eigentlich gar nicht. Ah ja, okay, Reifen Stufe 2 haben wir ja schon. Ich dachte, die haben wir freigeschaltet, aber noch gar nicht gesehen. Okay, wir könnten vorne und hinten unterschiedliche Reifen auswählen, aber brauche ich nicht. Ja, Bodykit hat das Fahrzeug ja leider nicht. Dann, warte. Rivalenliste. Ja, da gibt es noch Bosse. Gibt es hier noch irgendwelche bei PAs? Shibuya PA. Shibuya Line. Shibuya PA. Ah, den haben wir ja schon geschlagen. Natsumi PA. Okay. Shibuya und Tatsumi. Schauen wir mal, ob einer von den beiden bereit ist, gegen uns zu fahren. Komm. Nee. Nee, der will nicht. Dann lass mal Tatsumi PA schauen. Aber ich glaube. Oh nein, das wollte ich doch gar nicht. Aber ich glaube auch kaum, dass er Lust hat, gegen uns zu fahren. Wenn nicht, müssen wir halt eine andere Tageszeit wählen. Ach, okay. Will er auch nicht. Na, dann gehen wir zu einer anderen Tageszeit. Dann ist es halt so. So. Yobashi PA. Na dann, ab geht's. Midnight, Yobashi PA, komm. Ab geht er, Peter. Wenn er überhaupt gegen uns fahren will. Hä? Ist auf jeden Fall keiner da. Die haben ja schon alle geschlagen. Hat mir das Spiel aber jetzt irgendwie was Falsches erzählt. Ja, lass mal rausgehen, wenn wir jetzt hier vorne vom PA irgendwie einen neuen Gegner finden. Ja. Oh, das sind einige gerade. Das ist sehr schön. Ein Wanderer wahrscheinlich, ja. Master. Ja, Master, warum hast du noch originales Bodykit? Nicht so cool aus auf jeden Fall. Wirklich nicht cool aus. Komm mal hier lang. Ist ja egal, auf jeder Strecke haben wir sozusagen neue Gegner. Ah!
Habe ich die Kurve so scheiße genommen? Das war dumm von mir. Oh. Ey, nein. Mann, ich fahr wieder wie eine Gurke, ey. Ja, mein Fahrzeug ist halt eher so für viel geradeaus, wenig Kurven ausgelegt. Aber für so enge Strecken, sag ich mal, oder verwinkelte Strecken, nicht so optimal. Da hoffe ich mir dann auf jeden Fall mehr vom GTR. Einfach alleine wegen dem Allrad. Auch wenn dann die Kurven manchmal teilweise schwer zu nehmen sind, wegen Untersteuern oder so. Fordern den hinteren hier heraus. Komm. Das ist er doch, den ich gesucht habe, glaube ich, oder? Aha! Der Arme. Hat er sich von mir abdrängen lassen. Wenn wir schnell genug sind, können wir den auch gleich mal herausfordern. Oh. Aber die Frage ist dann halt nur, wo er lang fährt. Egal, wir fahren einfach jetzt geradeaus. Ja, wobei, er fährt auch hier lang. Oder? Ja, da kommen jetzt zwei auf jeden Fall. Ich fahre einfach zurück. Oh, Alter, rückwärts fahren ist gar nicht cool. Also das, da seht ihr einfach am Rückwärtsfahren, wie scharf die Lenkung ist. Dass er einfach so am Rumzicken ist oder rumzoppeln ist. Bei der minimalsten Rückwärtsbewegung oder Lenkung. Geiles Bodykit, geile Optik. Der sieht echt schick aus. Auch die Auspuffwahl ist sehr gut gelungen. Oh, super MK4, Alter. Der sah auch gut aus. Der sah wirklich gut aus. Ei, 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 Vorsicht. Oh. Habe ich natürlich wieder den Bordstein geküsst. Der lässt aber auch nicht locker, ne? Also der hängt mir schon gut hinten dran. Okay, jetzt. Jetzt verliert er. Zumindest langsam. $2,5 Millionen. Ah, das ist auch sehr schön. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt hier die ganzen neuen Gegner schlagen. Oh, wo fährt er lang? Links, ne? Ich glaube, wenn wir links fahren, kommen wir dahin, wo der Typ ist. Oder? Ja. Was ich sagen wollte, wenn wir zurück zur Garage gehen, weil wir jetzt hier so viele neue Gegner geschlagen haben, dann wird auf jeden Fall. Ja, neues Tuning für den Aristo freigeschaltet sein, denke ich mal. Dementsprechend wird es dann halt schwer sein, sich zu entscheiden. Entweder der GTR oder der Aristo. Aber hier links lang bin ich noch nie gefahren. Ich bin immer rechts lang gefahren bei den Rennen. Hallo, Junge! Bremst du ein. Ach, Mann! Bremst du alle aus, Alter, und dann macht er noch so ein Assi-Manöver, dass ich die Kontrolle verliere. Ich höre jetzt meine Multiplikator auch gleich hin. Hätte auf jeden Fall gut Geld gegeben. Aber, ja, okay, jetzt können wir auf jeden Fall gut
was wieder gut machen. Auf jeden Fall wieder super Satz von mir gewesen. Ja, durch die ganzen Kurven hat er anscheinend Angst. Und Brems fühlt sich viel. Alter, Brems wirklich mehr als die anderen KI-Gegner. Vielleicht weil er mit seinem Allrad dann so sehr untersteuert, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da vorne gleich der nächste. Komm her! Put, 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 put. Second Chance! So, jetzt haben wir keinen Nos mehr. Natürlich müssen wir im GTR auf dem Streckenabschnitt betteln ohne Nos wieder. Okay, Top Speed ist bei uns auf jeden Fall besser. Er ist anscheinend schon ermüdet. Boah, wir gehen gerade gar nichts. Ich hatte vollen Lenkeinschlag. Das ist geil, dass hier so viele neue Gegner sind. Wir haben immer eine ganz normale Nacht genommen. Mitternachts haben wir halt seltener benutzt. Dementsprechend haben wir auch nicht so viele Gegner hier geschlagen. Ich muss mal ganz kurz was schauen. Okay, gut. Ich habe nämlich mein Aufnahmefenster gerade gar nicht im Überblick. Also, es war gar nicht offen, es war minimiert. Dementsprechend wusste ich gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Oder ob ich überhaupt aufnehme. Hallo! Also hier sind ganz schön viele Subarus inzwischen, ne? Oh! Crew Battle oder Crew Fight. Wie auch immer, wenn man das auslegen will hier. Keine Ahnung. Das kriegen wir noch irgendwie. Mindestens in der Kurve da vorne. Hoffe ich zumindest. Vorbei, aber lasse ich nicht zu. Ah, jetzt zieht er wieder gleich davon. Toll, jetzt über die Kuppe sehe ich gleich nicht mehr, wo Gegner sind. Gegner. Ey, das war mir klar, dass ich nicht ausweichen kann und natürlich ihm hinten drauf fahren muss. Das war mir so klar. So, wer, die entscheiden jetzt gleich wieder, wo es lang geht. Ja, das war mir auch klar. Dass ich genau da untersteuere und dem hinten reinrutschen muss. Komm, zieh, zieh, zieh. Ich will entscheiden, wo es lang geht. Ich will es entscheiden. Jawohl. Ah, was mache ich? Was mache ich? Mann. Wenn ich nicht dem Kollegen da hinten reingerutscht wäre, hätte ich das auf jeden Fall für mich entschieden. Von vornherein. Okay, aber ein bisschen Abstand baue ich jetzt gerade auf. Der ist eine Dreckskarre, ne? Der sieht für mich immer von weitem aus wie so ein Volvo. Meine Lieblingskurve hier. Den noch schlagen, bevor wir den anderen Kollegen da antreffen. Ist auf jeden Fall hartnäckig, ey. Ah, nein. Das ist jetzt seine Chance, vorbeizuziehen. Ich hab's gerade gesagt, ey. Aber ich hätte auch nicht viel machen können. Ich hätte mich dem nicht im Weg stellen können. Scheiße. Fährt er lang? Richtung, in die ich nicht möchte. Ja, müssen wir halt gleich nochmal neu herausfordern. Was soll's. Komm.
Sackgesicht. Jo, der hat sogar auch noch... Ja, der, das ist ein Rallye-Body-Kit, ne, was er darauf hat. Mit der Antenne oben drauf und den Zusatzleuchten auf der Motorhaube. Hat auf der Straße eigentlich nichts zu suchen. Vor allem mit seiner Performance. Wenn ich aufholen kann, dann stellen die sich mir im Weg oder ich habe irgendwie einen blöden scheiß NPC vor mir. Ja, jetzt baue ich natürlich keinen Drehmoment auf, weil ich untertourig in den vierten Gang gekommen bin. Ich entscheide. Ey, das ist doch nicht wahr. Das ist total unfair. Dieses System ist so dumm. Scheiß auf die, ey. Habe ich gerade keinen Bock, mich mit denen rumzuärgern. Wir gehen zurück zur Garage. Vielleicht haben wir ein neues Tuning freigeschaltet. Haben auf jeden Fall unser Geld verdoppelt diese Nacht. Master Position Sticker. Sherpert Nico Vasava. Okay, kein neues Tuning. Ist ja blöd. Ja. Das hat mich gerade ein bisschen sauer gemacht, dass ich gerade ein bisschen genervt bin schon wieder. Okay. So, der kommt schön hier hin. Ungefähr so wird das schon passen. Gut, und dann Heckstoßstange. Haben wir nur noch 3 Slots frei. Master Position war es, glaube ich, ne? Und den Rest haben wir ja alles hier schon. Boah, so viele haben wir eigentlich schon geschlagen, ne? Aber es sind auf jeden Fall noch einige da zum Schlagen. Wie viele in der Zahl noch? Boah. 42 Bosse oder Teams, die wir noch schlagen müssen. Auf jeden Fall hart. Komm, hier können wir mal auf 30 hochgehen. Können wir auch direkt mit dich lassen. Dann lass mal kurz schauen. Rivalensystem. Midnight. Max Racing. Yubashi, Golden Beast. Aber der ist gar nicht da. Also, kommt er vielleicht nicht immer? Kann das sein? Golden Beast heißt er. Lass mal kurz gucken nochmal. Warte. Wo war das nochmal? Yubashi PA. Midnight. Yubashi PA. Oh, jetzt habe ich den Namen von ihm wieder vergessen. Ah. Okay, diesmal ist er da. Interessant. Vielleicht, weil wir den anderen da vorhin herausgefordert haben. Komm. Ich zeig's dir. Mach dich kalt. Mach die Straße. Ist einfach viel fetter als unsere, ne? Das ist schon bemerkenswert eigentlich. Oh nein, ich wollte gerade ausfahren. Egal. Wir machen es halt hier. Immer auch leichtes Spiel, weil wir hier viele Kurven haben. Das mögen ja die Gegner nicht so. Ich zwar auch nicht so sehr, aber halt die einfachste Möglichkeit, Distanz aufzubauen. Jawohl.
Jawolleck. So, den haben wir geschlagen. So, go out. Gucken wir mal draußen, ob wir irgendwie Neues finden. Na, hinter uns. Hinter uns kommt einer gerade. Den nehmen wir doch mit. Auch wieder Rally Body Kit. Das hebe ich mir erstmal noch auf. Wow, wow, wow. Aber ich denke mal, dass ich einen besseren Topspeed habe als die. Aber das sieht gerade nicht knapp aus. Boah, das war hart. Das war wirklich hart. Aber er holt trotzdem auf. Alter. Der Sack. Ist halt wirklich schnell. Mach mal Hälfte Noss weg. Ein bisschen einfach schneller zu sein. Wollte ich gar nicht so krass wegrutschen. Aber das konnte ich nicht mehr beeinflussen. Hätte ich noch stärker eingelenkt, dann wäre ich auf jeden Fall weg vom Fenster. Ah, den haben wir geschlagen. Ich will den da hinten auch noch mitnehmen. Da ist er. So, Kollege, komm. Road C2. Eigentlich müsste das Notz immer wirklich nur direkt zum Rennbeginn kurz einsetzen. Dann können wir uns von denen leicht distanzieren und dann können wir da abziehen. Wenn wir nicht so dumme Fahrmanöver machen wie jetzt gerade. Aber es klappt zumindest trotzdem. Ganz leicht geht das schon. Yes. Wenn wir jetzt da vorne nicht einen blöden Unfall machen, dann geht das klar. Mal gleich mal zu dem PA hier reinfahren. Komm, ich drehe mich mal um. Zurück. Können wir so reinfahren? Ne, können wir nicht. Okay, schade. Achso, Tatsumi PA. Schauen wir mal, ob wir bei Tatsumi PA irgendwie ein neues antreffen können. Warte, nochmal meine Handbremstaste. Ist ja egal. Wir fahren einfach rein. Oh, zwei. Geil. Battle Member. Oh, okay, das ist wahrscheinlich ein Rennen zu viert. Ist das richtig? Und das ist ein Wanderer. Wollen wir erstmal gucken? Für den. Okay, den können wir noch nicht. Okay, da hat jetzt jeder seinen Senf abgegeben. Okay, dann fordern wir die jetzt heraus. Ey, verstehe ich irgendwie nicht. Was das jetzt für ein Dialog-Bug war oder ob das, was das für einen Sinn und Zweck hatte oder wie das funktionieren sollte. Keine Ahnung. Ich ziehe jetzt einfach davon. Hau einfach alles rein. Dann ist das Rennen schneller fertig. Sagt er und schuftet hier diesen scheiß Van rein. Aber trotzdem sind wir weit genug entfernt von ihm. Yo, nice. Auch wenn das nicht viel Geld war. Nein, jetzt haben wir keinen Noss mehr für die nächsten. Oh, shit. Das war vielleicht gar nicht so klug von mir.
Das war echt nicht klug von mir, das ganze Nos da wegzuballern. Aber gut, ich wusste es nicht, wie das hier abläuft bei dem Rennen. Boah, das war nice. Ah! Natürlich habe ich wieder meine scheiß Taste gedrückt, um mir diese Stelle zu merken. Ah, kann ich mir jetzt auch in die Haare schmieren. Die Szene. Aber ihr habt wenigstens gesehen. Das war ein schöner Power Slide. Das war eigentlich gar kein Power Slide, das war schon ein Drift eher. Auch wenn man hier gar nicht so richtig driften kann. Also habe ich das Gefühl zumindest. Vielleicht kann man hier das Setup so gut einstellen, dass man wirklich driften kann. Aber sehe ich eher nicht so. Das war der nächste. Oh, schöne Super. Ist mein Freund. Ey, nein, nicht quer da reinstellen. Bist du verrückt? Oh Mann, warum bin ich hier lang gefahren? Ich hasse die Stelle doch hier so sehr. Ah ja, muss ich halt durch jetzt, ne? Wow! Wow! Toll. Das bietet ihm jetzt gleich die Chance, wieder irgendwo vorbeizuziehen, wo ich ihn gar nicht vorbeilassen will. Boah, Alter, so krass am Untersteuern. Das kann aber auch vielleicht das ABS sein, ich weiß es nicht. Dass, wenn der ABS greift, dass ich einfach nicht lenken kann, aber da müsste man ja wenigstens irgendwie was hören, ein Bremsgeräusch oder so. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum wir so krass untersteuern, manchmal bei niedrigen Geschwindigkeiten. Bei hohen Geschwindigkeiten tatsächlich geht das eigentlich ganz fit. Der Sticker sieht so scheiße aus hinten. Absolut nicht passend. Komm schon. Zieh durch, zieh durch, zieh durch. Jawohl. So, next. Müsste jetzt, glaube ich, der letzte sein. Oh. Der hat auf jeden Fall ein auffälliges Bodykit an seiner S15. Ey! Dein Ernst! Defensive Lineman. Okay. Auf jeden Fall haben die ihre Football-Position, ja, also ihre Position im Football als Titelname, Rangname, was auch immer. Ja, das Ding haben wir in der Tasche. Wollten wir zumindest. Boah! Wenn ich jetzt hier nicht an diesem, wie heißen die Teile denn eigentlich, die zwischen zwei Ausfahrten sind, hängen geblieben wäre. Return to PA, yes. Yes, sir. Oh, da ist auf jeden Fall jetzt jemand Neues da. Ja, komm, haltet die Klappe. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall ein neuer Gegner da. Okay, das, ist der Boss? Nee, Strong 7. Naja, egal. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Wie es hier weitergeht, werdet ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. In diesem Sinne werde ich mich fürs Zuschauen bedanken und euch recht herzlich in der nächsten Folge begrüßen. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao!